Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Ein Teil meines Verses für den heutigen Tag, den Karsamstag. Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Vielleicht ein Satz für den Karsamstag. Der Schrecken des Kreuzes, die Erfahrung, dass Jesus stirbt, liegt hinter denen, von denen das gesagt wird. Sie gehen weg. Aber das stimmt nicht. Dieser Satz gehört nicht in den Karsamstag oder in den Karfreitag nach der Grablegung. Dieser Satz gehört zum Ostermorgen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 8, ist es so, nachdem die Jüngerinnen zum Grab gekommen waren, das leere Grab gesehen hatten, den Engel gehört hatten, da heißt es auf einmal, da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt, und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Was wäre gewesen, wenn das dabei geblieben wäre? Der wunderbare Moment, dass Gott etwas Einzigartiges Neues tut, einen Menschen zurück ins Leben ruft, den er später in den Himmel aufnimmt, er wäre verpufft. Aber die gute Nachricht setzt sich durch. Und zur guten Nachricht gehört auch die erste Botschaft des Auferstandenen am Ostertag selber. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht zu glauben, Gott zu vertrauen, dem ihr kostbar und wertvoll seid, dass er seine Liebe zeigt in seinem Sohn, der sein Leben für uns gibt, um uns die Liebe Gottes zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind. Denn für wen gibt man sein Leben, wenn nicht für die, die einem wichtig sind? Und das gilt für jeden, jede ganz persönlich. Und wie gut ist es, die erste Nachricht, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, das weiterzusagen, anderen davon zu erzählen, das zu glauben und daraus zu leben. So wünsche ich ein gutes Durchkommen durch diesen Karsamstag und Vorfreude auf das Osterfest, das in der Nacht beginnt.